Nirgendwo in der Bundesrepublik habe ich vom Auto aus so viele Raketen entdeckt wie auf meiner Fahrt nach Wegberg. Das seien ganz normale Flugabwehrraketen, werde ich von Wegberger Bekannten belehrt. Und überhaupt rede man hier lieber von den schönen Mühlen und Teichen als von den Militäranlagen. Zwar sei der ewige Lärm der Düsenjäger lästig und der Ausgang eines plötzlichen Erschreckens nicht immer absehbar. Aber so wird mir versichert, das Leben hier sei friedlich wie anderswo. Nach dem Zusammenschluss mit einigen umliegenden Dörfern erhielt Wegberg 1973 Stadtrechte. Die überwiegende Mehrheit der 25.000 Einwohner ist katholisch. Die CDU verfügt im Stadtrat über die absolute Mehrheit. Wahrscheinlich hätte niemand von der Provinzstadt besondere Notiz genommen, wäre sie nicht im Zusammenhang mit dem sogenannten Nachrüstungsbeschluss der NATO Gegenstand des öffentlichen Interesses geworden. Denn hier, eine halbe Autostunde westlich von Düsseldorf, wo Tag für Tag Düsenbomber von zwei Flughäfen aus ihre Alarmbereitschafts-, Abschreckungs- und Übungsrunden drehen, befindet sich eine der größten Verteidigungsanlagen des westlichen Militärbündnisses. Im Wegberger Stadtgebiet liegt das Herzstück des Raketenzentrums Niederrhein. Und für manche Bürger erschreckender als der Düsenlärm, das Gerücht geht um, im Wald des Ortsteils Arsbeck würden künftig amerikanische Atomraketen vom Typ Pershing II und Cruise Missile stationiert, in solchen oder ähnlichen grasbewachsenen Bunkern. Anders als die Verteidigungsraketen Pershing I eignen sich die neuen Flugkörper auch als Angriffswaffen. Im Ortsteil Wildenrath erinnert eine Schleifspur daran, dass hier vor einem Jahr ein Sattelschlepper umstürzte und plötzlich eine Atomrakete in diesem Vorgarten lag. Es gab und gibt gute Gründe für eine Beunruhigung der Bevölkerung. In Wegberg-Wildenrath ist eine Bürgerinitiative entstanden. Sie hat zu einem Friedensfest auf dem Marktplatz eingeladen. Noch stehen die meisten Bürger den Aktivitäten der Atomwaffengegner skeptisch gegenüber. Die Bürgerinitiative versteht sich als Teil der im ganzen Bundesgebiet immer stärker werdenden Friedensbewegung. Der direkte Kontakt mit dieser Bewegung ist für viele Bürger neu. Der Dialog kommt nur mühsam in Gang. Nämlich wenn hier so ein Ding losgeht, dann nützt uns nämlich die 100 Kilometer Entfernung, die nützen uns da nicht. Dann sind sie mit weg. Was will ich alles sagen? Ja, was, dann sagen Sie mir doch mal was. Ist doch sinnlos. Jedenfalls, das ist alles nutzlos. Totale Zeit. Die aktiven Mitglieder der Friedensbewegung haben allerdings keinen Grund, angesichts der anfänglich oft anzutreffenden Ablehnung oder Unentschlossenheit ihrer Mitbürger zu resignieren. Im Gegenteil. Überall im Land gewinnen sie Anhänger und Mitstreiter. Auf Listen, die zur Unterstützung des Krefelder Appells aufrufen, wurden im Bundesgebiet bereits annähernd 1 Million Unterschriften gesammelt. Ja, also die Aktion unterstütze ich auch. Der Appell ist zu einer Art Manifest der neuen Massenbewegung geworden. Der Nachrüstungsbeschluss der NATO wird darin als verhängnisvolle Fehlentscheidung verurteilt. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Zustimmung zur Stationierung der neuen Raketen zurückzuziehen und im Bündnis eine Haltung einzunehmen, die unser Land nicht länger dem Verdacht aussetzt, Wegbereiter eines neuen nuklearen Wettrüstens sein zu wollen. Das unterscheide ich wohl. Das ist richtig. Ich bin auch für Abrüstung. Ich muss hier alles einsetzen. Name, Anschrift, ja. Zwei der Wegberger Initiatoren über die Motive ihres persönlichen Engagements in der neu gegründeten Bürgerinitiative. Wir leben hier sehr gerne auf dem Lande und wir fühlen uns bedroht durch diese Atomraketen in Arsbeck. Unsere Pflicht ist es, unsere Mitbürger über diese Bedrohung zu informieren, damit unsere Mitbürger mit uns zusammen gegen diese Gefahr kämpfen. Ich sehe meine Aufgabe in der Bürgerinitiative, den Bürger klarzumachen, was wichtiger ist, die Aufrüstung oder die soziale Sicherung. Und das wird wohl im Gespräch mit dem Bürger meine Arbeit so sein. Wir sind in Wildenrath zwar sehr betroffen, da diese Raketen sehr
in kurzer Entfernung zu uns stehen, aber wir fühlen uns auch als Teil einer Friedensbewegung, die im ganzen Niederrhein aktiv wird, um gegen diese Raketen zu kämpfen. Deshalb ist auch unser Name der Bürgerinitiative Grenzland für Abrüstung und Frieden. Hier von der 25 nach Mönchengladbach, ne? Ja. Unterstützung erhält die Bürgerinitiative wie eine Reihe ähnlicher Gruppen in Nordrhein-Westfalen von einem Friedenskomitee in Köln. Freiwillige Helfer stellen Plakate und Informationsschriften zusammen. Solidaritätsbekundungen werden gesammelt und veröffentlicht. Willst du mal die Rolle rüber? Einer der Sprecher des Kölner Komitees ist Verlagslektor Gunnar Mattisen. Ich konfrontiere ihn in meiner ersten Frage mit einem Vorwurf, der oft von den etablierten Politikern am Niederrhein erhoben wird. Herr Mattisen, wird die Friedensbewegung im Niederrheinischen von Köln ausgesteuert? Ja, wir kennen diese Argumente. Für uns wäre es schon ein Vorteil, wenn wir überhaupt wüssten, was alles an Niederrhein an neuen Bürgerinitiativen entstanden ist und was die alles an Aktionen durchgeführt haben bereits. Und bei uns ist es so, dass wir noch nicht mal einen Überblick haben, wie viele Unterschriften am Niederrhein gesammelt worden sind. Mit welchem Ziel ist das Komitee für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit angetreten? Unsere Überlegung war, dass es nach den Anfängen der Entspannungspolitik notwendig sei, einen zweiten weiterführenden Schritt zu unternehmen, nämlich das Wettrüsten zu beenden, und zwar in Ost und West, um auf der Grundlage eines solchen Stopps des Wettrüstens bessere Möglichkeiten auch zu erhalten, die Konfrontation in Europa weiter abzubauen und stattdessen ein System der Zusammenarbeit, der Verständigung, des Dialogs zu entwickeln, was die Bedrohung in Europa sehr herabstufen würde. Dr. Karl Fell, Bürgermeister von Wegberg und CDU-Landtagsabgeordneter in Düsseldorf, beim Empfang einer Seniorendelegation aus der belgischen Partnerstadt Mazeik. Wie die meisten Berufspolitiker lehnt er die Aktivitäten der Friedensbewegung ab. Sie gefährdeten das jahrzehntelang im westlichen Bündnis erprobte System der atomaren Abschreckung. Und für ihn gibt es in Wegberg eigentlich gar keinen Grund zur Beunruhigung. Wir wissen nicht, ob es in der Raketenstation im Arsbecker Busch tatsächlich Atomwaffen gibt. Wir sind offiziell darüber nicht unterrichtet. Insofern kann ich also einen Kommentar unmittelbar dazu auch gar nicht abgeben. Herr Dr. Fell, es rumort unter den Bürgern. In Wildenrath hat sich eine Bürgerinitiative gegen weitere Atomraketen hier in diesem Gebiet gegründet. Darf ich zunächst noch einmal sagen, gegen weitere kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob überhaupt welche hier sind. Diese Bürgerinitiative, die in Wildenrath gegründet worden ist, ist im Wesentlichen von Auswärtigen ins Leben gerufen worden. Es haben sich auf einer Veranstaltung, die dann in Wildenrath vor gut zwei Wochen stattgefunden hat, auch Bürger aus der Stadt, Bürger aus der Umgebung bereit erklärt, dort mitzumachen. Ob das schon bedeutet, dass es gärt in der Bevölkerung, vermag ich nicht zu beurteilen. Am Rande des Wochenmarktes befragte ich einige Bürger nach dem nicht repräsentativen, aber doch aufschlussreichen Zufallsprinzip. Zum Beispiel, was sie von möglichen Atomraketen hielten. Fühlen Sie sich dadurch bedroht? Nein, ich sage nein. Sie haben auch nichts dagegen, wenn sie herkommen? Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Ich bin dagegen, dass sie hinkommen. Das ist meine ganz persönliche Auffassung, dass hier auf Kosten der Bundesrepublik und auf Kosten hier der Bürger der Stadt Wegberg amerikanische Rüstungspolitik und Wirtschaftspolitik betrieben wird, die ich verneinen muss. Mich interessiert das nicht. Interessiert Sie auch nicht, ob da Atomwaffen gelagert sind? Da weiß ich gar nichts von. Ja, ich habe zum ersten Mal. Würden Sie mitmachen, wenn es hier eine Initiative gäbe gegen die Stationierung neuer Raketen auf dem Gebiet von Wegberg? Was meinen Sie jetzt mitmachen? Wenn sich Bürger hier zum Beispiel zusammenschließen würden. Ja, wenn die anderen das machen, selbstverständlich, ja, würde ich auch machen. Sie wären gegen mehr Raketen hier? Ja, ganz bestimmt. Haben Sie schon mal gehört, dass es eine Bürgerinitiative gibt, die sich gegen die Stationierung neuer Raketen hier wendet? Ja und nein. Von Wegberg eigentlich noch gar nicht. Das habe ich noch nicht gehört. Wenn es hier sowas gäbe, würden Sie da mitmachen wollen? Ja, auf jeden Fall. Würden Sie mitmachen? Immer. Haben Sie von so einer Aktion schon mal gehört?
Nee, hier noch nicht. Hier ist noch nichts drüber gesprochen. Aber die meisten meinen ja, dass hier nichts liegt, aber man weiß es nicht. Was meinen Sie? Ja, wir sind auf der Suche, rauszukriegen, was los ist. Ja, ich bin derjenige, der jeden Atomkram. Dankeschön. Lieber zurückstecken. Okay. Außerhalb der Zäune verlaufen Spazierwege um die Militärflughäfen. Dieser Spaziergänger, unterwegs mit Frau und Tochter, ist einer der hiesigen Oppositionsvertreter, SPD-Stadtrat Manfred Langeler. Offizielle Informationen, ob und in welchem Umfang innerhalb der Stadtgrenzen Atomwaffen lagern, hat auch er nicht. Aber anders als Bürgermeister und Stadtdirektor findet er, die Bürger hätten Anspruch auf solche Informationen. Wir haben versucht, durch eine Anfrage an den Stadtdirektor zu erfahren, wo Atomwaffen lagern und welche Mengen Atomwaffen lagern. Aber der Stadtdirektor hat diese Anfrage negativ beantwortet. Er behauptet, er wisse nichts, dass Atomwaffen im Wegwerk gelagert sind. Ich möchte schon, dass die Bevölkerung durchsetzt, dass wir erfahren können, was im Wegwerk an Atomwaffen gelagert ist. Würden Sie denn auch Appelle unterschreiben oder unterstützen, die überhaupt gegen die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in diesem Raum sind? Krefelder Appell zum Beispiel. Ja, für den Sozialdemokraten ist das Unterschreiben des Krefelder Appells ja nicht sehr ungefährlich. Warum sagen Sie, es sei gefährlich, den Krefelder Appell zu unterzeichnen? Ja, die SPD hat beschlossen, nicht mit kommunistischen Gruppen Aktionen zu unternehmen. Und der Krefelder Bewegung wird unterstellt, dass sie von Kommunisten gelenkt ist. Das erinnert mich so an alte Geschichten. Beispielsweise hat dieses auch mal unser Kanzler Schmidt gesagt, als er noch beim Ostermarsch tätig war, wo ich auch mal tätig gewesen bin. Immer dann, wenn Bürger anfangen, mündig zu werden, nachzudenken, Demokratie zu verstehen als etwas, wo man auch selbst handeln muss und selbst etwas tun muss, dann werden sie dem Vorwurf ausgesetzt, Kommunisten zu sein. Ich habe mal einen Bundestagsabgeordneten der CDU gewarnt, wenn er alle Leute, die für den Frieden sind, immer als Kommunisten bezeichnet, glauben die das nachher und werden es denn tatsächlich? Man erkennt einen mit dem lokalen Redaktionsleiter der Rheinischen Post, Volkmar Pietsch, habe ich mich zu einem Interview am Arsbecker Wald verabredet. Hier sollen die alten Atomraketen lagern und neue vielleicht stationiert werden. Wir gehen. Was, wie bitte? Aber wir sind doch hier auf öffentlichem Gelände. Ja, ja, wir wollen ja auch hier längs gehen. Den sofort sagen, dass wir Fotografie einzustellen haben, klar. Das ist noch Mann von einer Gruppe am Weg, sich damit hin, klar. Aber fragen Sie mal, Sie wissen, dass ein WDR-Team hier ist, die einen Film machen über Wegberg. Wir hatten das an sich angekündigt. So, ich darf Sie auch aufmerksam machen, dass Sie die Kamera ausfallen. Auch wenn wir Sie hier in der Richtung weiter spazieren gehen? Okay, dann gehen wir jetzt hier runter und gucken mal, was passiert. Mit der Maschinenpistole wird uns unmissverständlich klar gemacht, in welcher Richtung wir auf keinen Fall weitergehen sollen. Aber hier am Golfplatz längs ist doch ein öffentlicher Weg. Also wir müssen jetzt hier auf den Golfplatz gehen, weil wir nicht das Recht haben, hier auf diesem öffentlichen Weg weiterzugehen. Angesichts der auf uns gerichteten Waffen beschließen wir, wenigstens diese Bitte zu ignorieren. Der öffentliche Weg zwischen Golfplatz und Wald dürfte uns eigentlich nicht versperrt werden. Wir weichen militärischer Stärke. Ich meine, das betrifft also auch Bürger, die hier spazieren gehen, die werden genauso angefaucht genau. Wie wir jetzt. Es sind sogar schon zahlreiche Arsbecker Bürger bei ihren Spaziergängen, sofern sie eine Kamera oder ein Fernglas bei sich trugen, vorübergehend festgehalten worden, weil sie keine Personalausweise oder andere Papiere bei sich hatten. Erst nach einigen Stunden wieder entlassen worden, nachdem ihre Identität festgestellt worden war. Herr Pietsch, ist sehr auffallend, wenn man zum Beispiel den Bürgermeister fragt, ob hier Atomwaffen drin sind in dem Wald. Er weiß es nicht. Ich meine, Sie haben wahrscheinlich andere Informationen.
Es ist bekannt auch von der Leitung dieser Einheit, dass hier Atomsprengköpfe gelagert sind und von amerikanischen Soldaten unter Verschluss gehalten werden. Ich nehme an, dass der Bürgermeister aufgrund seines Amtes nicht bereit ist, diese Feststellung, die in der Öffentlichkeit allgemein bekannt ist, auch offiziell zu treffen. Als wir uns entfernen wollen, eine neue Intervention. Wir sollen mit abgeschalteter Kamera die Ankunft eines Vorgesetzten abwarten. Wir stehen jetzt hier auf einem Golfplatz. Das ist privates Gelände. Daneben beginnt das militärische Sperrgebiet. Wir sind auf diesem privaten Gelände von den Soldaten aufgefordert worden, stehen zu bleiben, nachdem wir hier Aufnahmen gemacht haben, und warten jetzt ab, was passiert. Wir haben das Gefühl, dass wir rechtlich gar nicht hier stehen bleiben müssten. Guten Morgen. Ja, wir machen einen Film für den WDR über Wegberg. Ach, und so haben doch eigentlich keine militärischen Geheimnisse. Nein, okay, ist nur, Ihnen soll ja nur mitgesagt werden, dass hier in dem Bereich dies gefilmt wird und so weiter. Ne? Was Sie hier machen, ist für die Bier. Ne? Okay. Die Posten haben ihre Anweisungen. Ne? Da kann ich Ihnen nichts sagen, okay? Ja, in Ordnung. Gut, nur da rein. Okay, alles klar? Alles klar. So. Alles klar. In diesem Wald bei Arsbeck gibt es Geheimnisse, die den Soldaten allein gehören. Und die Bauern, die mitten im Raketenzentrum Niederrhein ihre Felder bestellen, sind sie beunruhigt durch Artikel, die kürzlich im Stern und in ihren Lokalzeitungen über den Arsbecker Wald erschienen sind. Ängstigen sie Hinweise, dass hier vielleicht atomare Waffen stationiert werden sollen, die in weltpolitischen Krisensituationen wie riesige Magneten auf entsprechende Waffen der Sowjetunion wirken könnten? Stört Sie eigentlich das Gefühl, dass da hinten Atomraketen gelagert sind bei der Arbeit? Ja, ich weiß ja nicht, dass welche da sind. Also es stand immerhin in der Zeitung. Ja, aber in der Zeitung stand, das weiß ich nicht, auf jeden Fall. Ich kann nicht beurteilen, ob welche da sind oder nicht. Ja, das Gefühl, dass eventuell Ihr Feld auch auf unterirdischen Anlagen liegt, wo unten drunter irgendwelche Sachen sind, von denen Sie gar nichts wissen? Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, das würde ich schon merken, wenn da was wäre, was hier unterm Feld ging. Ich würde Sie auch ganz schnell mal fragen, haben Sie das Gefühl, dass Sie in unmittelbarer Nachbarschaft von Atomwaffen arbeiten? Ja, das Gefühl hat man ganz bestimmt. Ne? Man fühlt sich eben nicht mehr so frei, wenn das hier alles steht. Ne? Also es stört Sie schon auch? Ja, es stört mich schon, ja. Würden Sie mitmachen, wenn Bürger hier in Wegberg eine Protestaktion machen würden, um zum Beispiel zu verhindern, dass neue Atomraketen hierher kommen? Ja, um zu verhindern, dass neue hier hinkommen, bestimmt, aber... Ich glaube kaum, dass es jetzt noch Zweck hat. Das sind, wie schon erwähnt, keine Atomraketen, sondern, so wird immer wieder betont, ganz normale Flugabwehrraketen. Sie schützen die für atomare Einsätze ausgerüsteten Düsenjäger. Alles in allem werden auf dem Boden der Bundesrepublik rund 7000 Atomwaffen vermutet. Die Bürger, die seit Jahren in unmittelbarer Nachbarschaft dieser Waffen leben und arbeiten, die täglich die von der Militärmaschinerie ausgehende Belästigung ertragen müssen, fragen immer lauter, ob eine von den USA verlangte weitere Aufrüstung wirklich sein müsse. Regierungsvertreter der etablierten Parteien nehmen nur zögernd zur Kenntnis, dass ihre Politik bei einem immer größer werdenden Teil der Bevölkerung auf Kritik stößt. Nicht zuletzt unter dem Eindruck der Friedensbewegung begehren inzwischen auch Bürger auf, die bislang eher als politisch desinteressiert galten. Ja, Sie sind ja nun wahrscheinlich einer der Bauern in der Bundesrepublik mit am meisten Blick auf Raketen und Militärmaschinen und so. Ja, das stimmt wohl. Was stört Sie denn vor allem daran? Der Lärm. Enormer Lärm, ja. Besonders wenn wir Westwind haben, dann geht der Ostkopf hier hinüber. Dann ist die Belästigung am größten. Ja. Das gleiche gilt aber auch bei Ostwind, wenn wir hier auf unseren Parzellen arbeiten. Ja. Was könnte man dagegen tun, Ihrer Meinung nach? Ja, tun. Also, man sagt uns immer, da lässt sich nichts machen, weil hier eine der größten Verteidigungsanlagen hier in Deutschland ohnehin ist. Und wir müssen hier leider schlucken, Lärm schlucken. Ja. Fühlen Sie sich denn eher bedroht oder beschützt durch die Waffen hier? Beschützt in keinem Fall. Wir haben hier auch schon mal in der Nähe mehrere Abstürze gehabt, einige, vor vielen Jahren und in der letzten Zeit auch nochmal. Fühlen Sie sich eher bedroht oder bedrückt oder beschützt durch die Waffen, die Sie hier sehen? Mehr bedroht und bedrückt. Belästigend ist das.
Nicht? Wenn dieses hier, was hier ist, im Ruhrgebiet stehen würde, in 2 Tagen wären die nicht mehr da, würde die Bevölkerung sich dagegen auflehnen, was die uns hier bieten. Wenn die hier übers Dorf, 300 Meter, 200 Meter Höhe über Dorf und Dächer brausen, dann ist Holocaust, ist das. Heute ist Friedhofsruhe, können Sie glauben. Ein schneller Wind durchzuckt die Stadt. Ein Feuerball in einer Temperatur von 700.000 Grad Celsius hat sich in einem Umkreis von 2,5 Kilometer breit. Alles, was sich in der Windstadt befindet, brennt. Die Menschen, Tiere, Bäume, die Häuser, Straßen. Ein Krater von fast 100 Meter Tiefe bleibt zurück. Im Umkreis von 10 Kilometern tötet eine gewaltige, geräuschlose Wärmewelle jedes menschliche Leben. Für den amerikanischen Außenminister Haig gibt es Wichtigeres als den Frieden. Darum sollen in unserem Land die neuen Atomraketen vom Die Aktion in der Düsseldorfer Altstadt gehört zum Programm der Friedenswochen, die bundesweit unter dem Motto Frieden schaffen ohne Waffen stattfinden. Ebenso dieser Sonderzug, der am 16. Mai von Köln aus zu einer Kundgebung in Mönchengladbach startet. Rund 1000 Mitglieder der Friedensbewegung aus Köln, weitere Sonderzüge, Autokorsos und Busse gefüllt mit Bürgern, die die neu entstandenen Friedensgruppen unterstützen. Das alles addiert sich allein an diesem Tag in Mönchengladbach zu 15.000 Demonstranten. Noch höhere Teilnehmerzahlen werden zur gleichen Zeit aus anderen Städten der Bundesrepublik gemeldet. Die weltweite Aufrüstung hat in der Bundesrepublik eine Massenprotestbewegung auf die Beine gebracht, die dabei ist, die Ostermärsche der 50er Jahre zu übertreffen. Anders als damals scheinen heute immer weniger Bürger bereit, auf ihr Engagement für einen Frieden ohne Waffen nur deshalb zu verzichten, weil Politiker aller Schattierungen vor der Gefahr kommunistischer Unterwanderung warnen. Zum festen Bestandteil der Bewegung, die sich eindeutig außerhalb der Parteien entwickelt, gehören große Teile der evangelischen Kirche. Erster Redner der Kundgebung ist der evangelische Pfarrer Horst Eisel, Sprecher der Mönchengladbacher Friedenswochen. Wir wollen keine Atomraketen in Europa. Natürlich findet man unter den Rednern der Friedensbewegung auch Sozialdemokraten und Freidemokraten. Eine Minderheit eben, die sich gegen die Beschlüsse von Regierung und Bundestagsmehrheit wendet. Immer dabei sind die Grünen, hier in Mönchengladbach die Bundesvorsitzende Petra Kelly. Sie hat den Krefelder Appell mitinitiiert und möchte die im Bundestag vertretenen Parteien durch Bürgerproteste das Fürchten lehren. Und Publikumslieblinge treten auf. Sänger, Schauspieler, Schriftsteller oder auch prominente Sportler. Zum Beispiel der Bundesliga-Star Ewald Lienen von der Borussia Mönchengladbach. Das in allen Reden formulierte Unbehagen über die neuamerikanische Regierung unter Ronald Reagan beschreibt Gunnar Mathiesen so. Die neuartigen Atomraketen sollen ermöglichen, dass die amerikanische Regierung auf unserem Kontinent einen begrenzten Atomkrieg bis auf den letzten Europäer führen kann. Letztendlich ein einziger Mann 6000 Kilometer entfernt oder ein Computer, der irrt, soll ermöglichen, dass Hunderte von Millionen Menschen auf unserem Kontinent sterben. Zurück nach Wegberg. Während die Seelsorger der katholischen Mehrheit im Ort sich verhalten, ablehnend oder gar nicht zur Friedensbewegung äußern, tritt der evangelische Gemeindepfarrer engagiert für das Ziel ein, Frieden ohne Waffen zu schaffen. Ich bin vor gar nicht sehr langer Zeit zu diesen jungen Leuten hinzugestoßen, weil einmal durch eine persönliche Verbindung eines der jungen Männer, der unter anderem auch bei uns im Helferkreis mit tätig ist für den Kindergottesdienst und gleichzeitig als Zivildienstleistender in Mönchengladbach arbeitet,
die Verbindungen hergestellt wurden und ich davon erfuhr, dass hier ein Kreis junger Leute sich sehr engagiert mit Fragen des Friedens und der Möglichkeiten, Frieden zu sichern, beschäftigt. Werden Sie in Ihrer Arbeit denn von Offiziellen der Stadt manchmal auch angegriffen? Wirft man Ihnen vor, dass die Kirche ihre eigentlichen Aufgaben vernachlässige? Dies kommt vor. Gerade diese Woche noch hatte ich nach einer Ausschusssitzung ein Gespräch mit einem Mitglied unserer Kirche, der mit deutlichem Hintergrund direkt fragte, sagen Sie mal, wann kümmert sich die Kirche eigentlich um ihre eigentlichen Aufgaben? Mein Versuch einer Antwort, sehen Sie nicht etwa die Aufgabe des Friedens als eine ganz wesentliche Aufgabe der Kirche an? Auch einige andere Versuche, diese Richtung zu erläutern, stießen bei dem Betreffenden auf wenig Verständnis, sondern er warf sich dann in seinen Mercedes und rauschte davon. Ein erstrangiges Ziel für einen eventuellen Angreifer sind wir, ohne dass es dort eine einzige neue Rakete gibt. Wir haben in unmittelbarer Nachbarschaft das NATO-Hauptquartier Rheindahlen. Wir haben den Flugplatz in Wildenrath. Wir haben den Flugplatz in Brüggen, der 6 Kilometer weiter liegt. Wir haben zwischen beiden Flugplätzen diese Raketenabwehrstationen. Im Falle eines Falles sind wir ein Ziel der ersten Minute. Dieser Tage zeigte sich im Wegberger Ortsteil Arsbeck, dass die Bürgerinitiative Grenzland für Frieden und Abrüstung kräftig angewachsen ist. Natürlich sind längst nicht alle Bürger bereit, gegen Raketen mitzumarschieren. Zu der Demonstration, da möchte ich noch sagen, die sollten die am Roten Platz mal machen. Da wäre, glaube ich, das ein bisschen besser wäre bestellt. Sie meinen, die gehören nach Russland, oder? Ja. Ja, die sollen die SS-20 abbauen, dann demonstriere ich hier mit. Ziel der Demonstranten ist das Tor zur Raketenstation im sonst so sorgsam abgeschirmten Wald von Arsbeck. Die Raketen hier im Wald. Jetzt durch. Weiter. Erzählen Sie doch nicht so einen Unsinn. Die Polizei ist von der Größe der Demonstration überrascht und sie hat nicht damit gerechnet, dass die Bürger von der vorgeschriebenen Route am Waldrand abweichen könnten. So sitzen sie plötzlich vor dem Tor, durch das in 2 Jahren möglicherweise die bis nach Russland reichenden Raketen angeliefert werden könnten. Raketen, die jetzt schon für erhebliche Unruhe sorgen. Die friedliche Kundgebung endet mit altbekannten Liedern der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und mit dem Verbrennen der US-Fahne. Die Veranstalter beeilen sich, darauf hinzuweisen, dass der symbolische Akt sich nicht gegen die Bevölkerung der USA richte. Er dokumentiere vielmehr den festen Willen aller Friedensfreunde, den Frieden nicht durch mehr Rüstung zu gefährden, sondern ihn durch Abrüstung sicherer zu machen.